Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem wundervollen neuen Video. Wir wissen ja alle, Musikproduktionen können einen Haufen Kohle kosten. Man benötigt verschiedene Dinge wie zum Beispiel Instrumente, Software, Zubehörteile und vieles, vieles mehr. Da habe ich mir die Frage gestellt, kann man einen geilen Track für 0 Euro produzieren? Kleiner Spoiler, ja, das kann man. Und das führt uns auch gleich zum Sponsor des heutigen Videos, und zwar zu Soundtrap von Spotify. Doch was ist Soundtrap? Soundtrap ist eine plattformübergreifende Digital Audio Workstation, oder kurz DAW genannt. Diese könnt ihr wahlweise über euren Webbrowser oder über die App, die es im offiziellen App Store gibt, einfach downloaden. Der große Vorteil bei Soundtrap liegt dabei in der Möglichkeit, mit mehreren Nutzern gleichzeitig an einem Projekt zu arbeiten, ohne dabei am selben Ort zu sein. Soundtrap ist dabei kostenlos. Meldet euch einfach an und startet mit einer großen Menge Free Content. Zum Beispiel unlimitierte Projekte, 4880 Loops, 430 Instrumente und Sounds. Wollt ihr Soundtrap einfach mal ausprobieren? Dann findet ihr dazu einen Link in der Videobeschreibung. Und jetzt beginnen wir mit dem Video. So, da sind wir hier im Studio von Soundtrap angekommen, dem Ort, wo die ganze Musikproduktion stattfindet. So, mein Ziel für dieses Video ist es jetzt, einen gechillten Summerhouse-Track mit vielleicht ein paar Deep House-Elementen drin zu produzieren. Und das wirklich Besondere ist, ich will nur den Free-Content von Soundtrap nutzen. Also wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr mir auch gerne dabei folgen. Ich habe gedacht, 120 ppm für unseren Summerhouse-Track ist vielleicht ein bisschen zu langweilig. Deswegen machen wir den ein bisschen schneller, einfach mal auf Tempo gehen und dann, ja, 126 ppm. Ihr hört schon am Metronom. Dürfte passen. So, das Tempo steht, machen wir weiter mit den offensichtlichen Sachen, und zwar mit den Drums. Ganz einfach, ihr geht einfach hier oben drauf, auf neue Spur hinzufügen. Dann öffnet sich dieses Fenster. Hier könnt ihr alles möglich machen. Stimme recorden, Klavier, Synthesizer, Bass. Und wir möchten uns erstmal um die Drums kümmern. Einfach mal hier draufklicken. Dann öffnet sich dieses Fenster hier. Das könnt ihr auch ein bisschen verschieben, falls euch das ein bisschen zu groß ist. Dann geht es auch schon gleich in den Pattern-Modus. Aber ich will euch das Instrument hier mal zeigen. Das hier finde ich eigentlich ganz cool. Ihr könnt jetzt einfach hier auf dem Drum-Rack einfach irgendwo drauf drücken und dann kommt der Ton. Und dann nimmt ihr schon auf. Das wollte ich nicht. Oder ihr könnt ganz einfach auf eurem Keyboard die entsprechende Taste drücken, falls ihr irgendwas selber einspielen möchtet. So, wenn euch das Drum-Rack hier nicht gefällt, könnt ihr einfach hier draufklicken und ein ganz anderes Drum-Kit nutzen. Da könnt ihr euch einfach mal durchklicken, was euch so gefällt. Einfach mal hier durchscrollen. Wenn euch was gefällt, sagt ihr, okay, Millennium Kicks zum Beispiel. Kommt so eine kleine Demo. Aber ich finde die hier schon ziemlich nice. Die würde ich auch nehmen, einfach draufklicken und schon ist es ausgewählt. Und jetzt habt ihr nur Kicks zur Auswahl. Wir können entweder jetzt sagen, okay, wir recorden das und spielen das selber ein. Oder wir gehen in den Pattern-Modus und zeichnen uns hier einfach einen ganz normalen 4 Bar langen Loop ein. So, wenn wir das Ganze jetzt in der Timeline abspielen, haben wir unsere Kick schon fertig. Aber jetzt nur 4 Bars eine Kick abspielen zu lassen, ist doch ein bisschen langweilig. Deswegen duplizieren wir die, gehen hier oben auf diesen, na, ich nenne es mal Halbkreis. Und dann können wir das Ganze einfach duplizieren und hinten dran hängen. Machen wir weiter mit den Claps. Einfach hier auf neue Spur klicken, dann nochmal auf Drums. Und jetzt gehen wir nochmal hier drauf. Und zwar die Kicks hier gut gefallen. Dann würde ich einfach sagen, hören wir uns mal die Claps an. Geil, nehmen wir. So, dann hören wir mal durch. Ich würde sagen, die A hier, also die Kickdrum, also das Symbol für die Kickdrum, klingt eigentlich ganz nice. Gehen wir auf Patterns und dann sagen wir hier, bei der Kick, bei 2 und 4 soll die Clap gespielt werden. Dann duplizieren wir das und dann haben wir auch schon eine Clap fertig. So, die Clap steht schon mal. Ich möchte aber noch eine zweite Clap einfügen und die so ein bisschen später beginnen lassen, so dass die Claps ein bisschen voller klingen. Dafür gehen wir mal hier auf diese Notenrolle. Und zwar zoomen wir jetzt ein bisschen ran, einfach Steuerungstaste gedrückt halten oder Control, je nachdem, was für ein System ihr nutzt. Und jetzt kopieren wir uns diese Note, einfach mal draufdrücken und fügen eine zweite Note ein. Die gefällt mir eigentlich ganz gut, die hat schön Hall. Und die lassen wir so ein bisschen später beginnen. Hier können wir mal die Instrumente stumm machen und dann hören wir uns mal die Clap an. So, als nächstes nutze ich ja immer gerne einen sogenannten Top-Loop. Also da sind ja schon Sachen dabei wie Hi-Hats, Claps und so weiter. Das gibt es hier tatsächlich auch. Wir klicken mal hier auf diese Musiknote und dann kommen wir zu Loops. Und zwar in dieser Loop-Section, die jetzt eben erschienen ist, könnt ihr verschiedene Sachen suchen, zum Beispiel Beats, Drums, Effekte für Pop, Rock, EDM, Trap, was weiß ich nicht, noch alles. Den MIDI-Pattern nutzen wir einmal MIDI, dann gehen wir mal auf Beats und dann auf EDM. Wir machen ja grob EDM. So, und dann haben wir hier ganz viele coole Loops, zum Beispiel diesen XX Beat 8 in Full. Bis auf die Kick und diese Effekte klingt das eigentlich schon ganz cool. Dann würde ich sagen, wir suchen mal nach dem XX Beat 8.
Vielleicht gibt es den ja auch als Top-Loop. Und ja, tatsächlich gibt es den. Und zwar... Ich finde diesen Top-Loop echt gut, nur dieser Effekt ist ein bisschen blöde, nenne ich es mal. Und jetzt nehme ich einfach diesen Top-Loop und ziehe den hier rein. Und zwar gehen wir mal auf die Instrumente hier drauf und dann in den Pattern-Modus. Und jetzt sehen wir auch, was hier genau spielt. Lass das mal von vorne starten und diese Effekte kann ich dann einfach wegklicken. So, Other weg, den noch weg. Und dann dürfte das eigentlich passen. Und schon haben wir unser MIDI Top Loop selbst erstellt. So, dann würde ich sagen, packen wir noch ein Crashbank mit rein. Das Instrument Drums. Suchen wir uns mal ein anderes Drum Rack aus. Einfach mal draufklicken. Können auch hier mal ein bisschen nach oben gehen. Oh, das hier klingt ganz gut. Fügen wir hier eine Spur ein. So, Instrumente. Wunderbar. Dann fügen wir noch ein Instrument hinzu, weil das Crashbacken ja nicht da ist. Klicken mal hier drauf und hier oben haben wir das Crashbacken. Dann einfach auswählen und schon ist es drin. Da ich aber befürchte, dass das Crashbacken auch sehr laut ist, mache ich es auch mal gleich ein bisschen leiser. So, was darf bei keinem guten Sommerhaus-Track fehlen? Klar, Percussion-Elemente. Gehen nochmal in die Section Loops. So, und ich habe auch schon gleich einen coolen Beat gefunden und zwar hier Beanie Beat 1 in Full. Wenn man nämlich hier die Kick und die Snare rausnehmen würde, hat man einen ziemlich coolen Percussion-Loop. So, jetzt sehen wir hier, aha, die Kick spielt ja permanent, die brauchen wir nicht, können wir einfach löschen. So, die Snare 2 spielt, die kann man auch löschen. Da hinten geht noch ein bisschen was ab. Hier lösche ich mir auch nochmal die Kick und die Snare. Machen die ganzen Instrumente nochmal an. Ganz zart im Hintergrund. Was auch ziemlich cool ist, ihr könnt auf jedes Instrument separat verschiedene Effekte draufpacken. Und zwar geht ihr, wenn ihr im Pattern-Modus seid, auf dem jeweiligen Instrument einfach hier auf Effekte. Manchmal sind schon welche vorgeladen. Hier sehen wir schon einen Room Reverb, der ausgeschaltet ist. Den können wir auch löschen, den brauchen wir nicht. Und einen dynamischen Kompressor, der arbeitet. Aber ich möchte hier noch einen zweiten Effekt reinbringen, und zwar einen Equalizer. Und zwar möchte ich hier die Frequenzen, die sehr hoch sind, ein bisschen nach unten drücken. Einfach die Highs ein bisschen rauscutten. So sollte eigentlich ganz gut klingen. Und wenn wir schon mal hier sind, sehen wir auch hier Basic Amp, hier haben wir Bässe, Höhen, Reverb und vor allem Panning. Also wir können unterschiedliche Instrumente nach links und rechts pannen, so dass wir einen volleren Stereo-Sound haben. Und zwar mache ich das hier mal bei dem Top-Loop hier. Den schiebe ich so ein bisschen nach rechts. Dasselbe würde ich hier oben bei diesem Top-Loop auch machen. Das war der da. Und dann können wir hier im Panning ein bisschen nach links gehen, nicht so viel. Dann haben wir schon einen wunderbaren Stereo-Sound. So, da nur Drum-Elemente mit der Zeit ein bisschen langweilig klingen würden, packen wir die ersten Instrumente drauf und beginnen gleich mit einem Klassiker in der House-Szene, und zwar mit dem gesidechannten Sub-Bass. Ich muss zugeben, der war ein bisschen versteckt, bis ich den gefunden habe, aber wenn man es weiß, ist es ganz einfach. Ihr geht auf Neue Spur hinzufügen, auf Synthesizer, dann auf diese ganzen Instrumente, das sind irrsinnig viele, und dann auf diesen Pump-Bass. Ja, klingt noch nicht besonders, aber es gibt genug Einstellungsmöglichkeiten. Also wir wählen uns den erstmal aus und erstellen hier eine neue Spur, also genau in unseren Track hinein. Gehen aber nochmal auf Instrumente. Dann im nächsten Schritt gehen wir auf Justieren. Dann kommt dieses Pop-Up-Fenster mit den Oszillator-Einstellungen. Und hier stellen wir beim Oszillator 1 Sine ein, also Sinuswelle. Oszillator 2 ebenfalls Sinuswelle. Wir haben ja in diesem Bass noch ein bisschen Reverb drin. Sub, besser haben wir kein Reverb, also komplett weg damit. Dann gehen wir wieder an den Anfang unseres Trackes und dann auf Notenrolle. Und ich würde sagen, wir machen was ganz Simples. Setzen hier eine Note rein. Und dann zeichnen wir uns eine coole Melodie hinein. Also eine coole Bass-Sub-Linie. So, den Sub-Bass habe ich eingezeichnet. Etwas ganz ultra Simples. So, dann haben wir hier oben die Länge, wie der Loop spielen soll. Da brauchen wir natürlich 8 Bars, sonst spielt das Ganze gar nicht ab. So, dann machen wir unsere 8 Bars auch voll. Also die Drums, die Claps, den Top-Loop und natürlich den Shaker-Loop hier. Und dann würde ich sagen, wir hören einfach mal solo in den Sub-Bass hinein. Ihr hört schon den Sidechain, jedoch hört ihr auch dieses Klicken dabei. Um das zu beheben, geht ihr einfach auf Instrumente, dann auf Effekte, zum Beispiel einen Filter ein. Und zwar jetzt nehmt ihr einfach die kompletten Höhen weg und dann ist dieses Klicken so gut wie verschwunden. Und wenn wir jetzt abspielen... hört man dieses Klicken eigentlich nicht mehr. Dann brauchen wir natürlich einen regulären Bass. Gehen nochmal auf neue Spur hinzufügen. Auf die Presets, Bass, Synth. Und dann habe ich hier diesen Kau-Sub-Bass gefunden. Fügen hier eine neue Spur ein. Dann gehen wir in die Notenrolle und zeichnen uns erstmal eine coole Bassline ein.
So, ich denke, ich habe jetzt eine ganz coole und solide Melodie eingezeichnet. Hören wir mal ganz kurz hinein. Klingt zwar noch nicht so besonders, aber in Kombination mit den anderen Instrumenten eigentlich ganz nice. Vertraut mir da mal. So, und die Bassabteilung ist mehr als gesättigt. Machen wir weiter mit den anderen Instrumenten, zum Beispiel Pianos und Pads, um den Track so ein bisschen zu füllen. Dafür gehen wir auf neue Spur hinzufügen, dann Klavier und Keyboards, dann gehen wir auf die Presets. Obwohl, wir können ja eigentlich auf Synths gehen, dann auf Pads. Oh, der gefällt mir ganz gut. Und dann in der Notenrolle angekommen, wie mal ein paar Akkorde ein. So, ich habe das Ganze mal ein bisschen leiser gedreht und dann hören wir einfach mal ganz kurz in die Akkorde hinein. Sehr entspannt, sehr smooth, gefällt mir sehr, sehr gut. So, dann brauchen wir ein neues Instrument. Ich würde jetzt gerne ein Piano nutzen, also ein neues Instrument, Klavier und Keyboards. Legen wir eine neue Spur an, machen die nochmal länger. Die sind ja hier alle gleich lang. Dann gehen wir auf Instrumente, zoomen uns was Schönes aus. Oh, das hier ist, das klingt perfekt, das brauchen wir. Und das Gute ist jetzt, dieselben Noten im Pad nutze ich jetzt auch im Piano. Also gehen wir einfach hier rein, markieren wir uns alles, sagen Rechtsklick, kopieren, könnt ihr auch mit dem Keyboard-Shortcut machen. Ein bisschen nur darauf achten, dass ihr am Anfang seid und dann hier einfach einfügen. Kann sich manchmal verschieben, ist aber so nicht schlimm. Einfach ranschieben, dann passt das. Gehen wir mal ganz kurz hinein. Dann haben wir schon einen super Vibe. Ultra, ultra gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, als nächstes brauchen wir noch eine hochgespielte Stringnote. Hört man ganz oft im Deep House, so ganz zart, ganz hoch. Da gehen wir mal in die Abteilung Streicher. Und jetzt einfach nur eine ganz einzelne Note. Außer sie ist unglaublich laut. Passt das Ganze schon. So, und das letzte Instrument, das ich einfügen möchte, ist so ein, na, vielleicht eine Gitarre, so ein ganz kleines Solo. Und dafür gehen wir mal in die Gitarren- und Bassabteilung. Auf Instrumente, dann auf Pop, würde ich mal sagen. Und ein bisschen nach unten, was haben wir denn da? Und zeichnen uns einfach ein ganz simples Solo ein. Ich würde, glaube ich, noch ein bisschen mehr Druck drauf geben, Effekte. Dann hier so ein Overdrive-Effekt. Die macht die Sache so ein bisschen runder, ein bisschen weniger Distortion. Dann gehen wir mal hier auf diese Amps und hier auf Gitarrenamp. Wunderbar. So, unser Track ist fast fertig. Aber für mich persönlich fehlt noch was. Und zwar Vocal Chops. Die gibt es hier auch. Einfach mal hier nochmal auf die Loop-Abteilung klicken. Und jetzt suche ich mal einfach mal eine coole Nummer raus. Oh ja, die sind sehr gut. Die gefallen mir sehr gut. Vielleicht schon ein bisschen hoch. Und auch hier können wir die ganzen Vocals bearbeiten, wenn wir wollen. Wir können zum Beispiel mal ein paar Presets durchklicken, zum Beispiel Voice Clean, mal draufklicken. Was würde hier sich anbieten, weil Lo-Fi passt nicht, aber Pop würde vielleicht ganz gut klingen. So, dann, wenn wir das eingestellt haben, können wir hier zum Beispiel auch noch Effekte draufgeben, zum Beispiel einen dynamischen Kompressor, damit die Vocals besser durchkommen. Den Threshold stelle ich mal hier auf ungefähr minus 11. Und dann können wir die Vocals noch ein bisschen bearbeiten, so ein bisschen tiefer machen. Könnt ihr euch ein bisschen ausprobieren, klickt ihr einfach hier auf Bearbeiten. Und dann könnt ihr hier Voice Transformation machen, eine Oktave tiefer transponieren, mal zum Beispiel in A Minor. Und schon richtig nice. Wie wär's mit noch einem Vocal Loop? Und einmal noch ganz kurz diese. Und schon lebt der Track viel mehr. So, jetzt haben wir eigentlich schon einen 8-bar langen Loop. Und jetzt müssen wir das Ganze so ein bisschen arrangieren. Ganz einfach, ihr könnt einfach diese Segmente nehmen und ein bisschen auf die Seite ziehen, so wie ihr es braucht. So, dass wir so eine gute Minute bekommen. So, ich mische das ganze Ding noch ab und dann hören wir mal hinein. I better take over, but it's only now.
So Leute, das war's mal wieder für heute. Danke fürs Reinschauen. Und ich bedanke mich recht herzlich bei meinem heutigen Sponsor Soundtrap bei Spotify. Alles, was ihr dazu finden könnt, unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.